Machen aber wie gesagt auch direkt weiter. Komplett ohne irgendwelche Pausen oder sonstiges. Ich mache nur für mich in dem Sinne einen Cut, damit ich nicht irgendwo mitten im Satz was abbreche. Es wird sich ja immer automatisch gespeichert. Es wird sich ja immer beschwert, wenn ich irgendwo mitten im Part irgendwie abbreche oder so. Es tut mir doch mal sehr leid, aber. Hey, was bringt mir das Ding jetzt hier? ETF? War's das? Ich musste nur Willi töten oder wie der heißt? Hey, achso, nee, ich hab das. Hey? Ach, ich hab dich jetzt hier weggebracht oder was? Okay. War das denn jetzt? I have no idea. I don't know. Euch zum Gruße! Ja, danke, mich zum Gruße. Okay. Okay. Anführer der Feurigen! Ja, Anführer der Feurigen, genau. Sprengmeister von. Wir haben jetzt noch drei Quests. Einmal irgendwas mit einer mysteriösen Frau. Ah, jetzt können wir auch. Ah, ich weiß, was wir tun müssen. Ich weiß, was wir tun müssen. Okay, fünf Feuer müssten reichen. Das Feuer. Fünf Feuer müssten reichen, das Feuer, genau. So sehe ich es auch. Es gibt ein Feuer. Das haben wir eben schon gesehen. Das ist kurz vor den Hobbits, glaube ich. Ne, es ist bei den Hobbits. Beziehungsweise sogar an den Hobbits vorbei quasi. Ihr habt Babys das Essen weggenommen. Hört ihr, kleinen Babys? Ja. Ihr macht alles kaputt! Okay. Vernichtet sie. Will auf keinen Fall sterben, ja. Also ich will eigentlich, dass keiner hier stirbt. Also keiner von meinen Personen hier stirbt. Es wäre einfach nur verschwendet. Warum hat eigentlich einer von meinen eine Krone auf? Wo hat er die her? Ist hier drin eigentlich wieder was Neues? Nö, oder? Tatsächlich doch. Koch, also ich glaube, der eine hat gerade sich eine Pfanne auf den Kopf gesetzt, tatsächlich. Süß, wie die alle aussehen. Was ist das hier? Oh. Hi. Das hier ist für Feuer, naja, okay. Wir haben genug Leute dabei. Also fünf Feuer, ich hoffe, fünf Feuerleute reichen. Denn, naja, doch, ich hoffe, fünf Feuerleute reichen. Die Feuerleute kosten halt unglaublich viele, ja, rote Seelen, könnte man sagen. Oder sind das Seelen? Was sind das? Davon haben wir noch nicht viele. Wir können nicht viele von den Roten beschwören zurzeit. Da ist ein Kürbishelm. Braucht jemand einen Kürbishelm? Keiner von euch braucht einen Kürbishelm. Bin ich ja ein bisschen enttäuscht. Der Kürbishelm scheint nicht so besonders stark zu sein. Schade. Dabei ist er doch so schön. So, haben wir jetzt hier noch Gegner? Außer den Alkohol. Ja, Alkohol ist auch ein Gegner. Eindeutig. Echt eine merkwürdige Anwandlung. Merkwürdig. Ja, da haben wir nämlich unser. Naja. Erstmal unsere Ratten.
Oh, und die kriegen ja alle neue Waffen und sowas. Aufgepasst. Stopp. Ich möchte die mal eben das Feuer ausmachen schicken. Kriegt ihr das hin? Aha. Nee, jetzt nicht alle tragen. Bitte. Nein. Erstmal alles plündern, bevor ihr hier irgendwas wegtragt, bitte. Alles plündern. Achso, natürlich nicht nur die 5. Komm, ich will euch alle hier sehen, wie ihr alles plündert. Na los! Ich will alles Geld der Welt. Ich hätte jetzt noch einen Trank, aber den kann man, glaube ich, nicht nehmen. 7 Leute können das tragen. Okay, da oben waren wir schon, ne? Ja, ich glaube, da oben waren wir schon. Wohin trägt er das jetzt? Stopp. Ich möchte sehen, wo ihr das hintragt, bitte. Halt. Okay, ich bin schneller als sie. Wunderbar. Ich hatte schon befürchtet. Okay. Wohin tragt ihr das jetzt? Bis zu mir nach Hause. Bis dahin, wo wir hier hin uns rein teleportiert haben. Oder bis wohin? Scheinbar auf jeden Fall ein gutes Stück. Achso, ihr könnt denen ruhig helfen, wenn das geht. Aber ich glaube, es geht nicht, ne? Ne. 7 ist das Maximum. Schade eigentlich. Den. Aber die helfen sich hier wunderschön. Guck mal. Wie die zu siebt hier wunderschön. Der eine mit dem Rattenhelm. Ah, wunderschön. Und die bringen das jetzt ernsthaft durch die komplette Stadt. Durch die komplette Stadt? Okay. Und dann bis zum... Was ist denn das? Gold? Ich weiß ja nicht mehr, was das ist. Ich nehme an, das ist Gold. Das sieht zumindest so aus. Es sieht so aus, als würden da Pokale und... Was ist das für eine Wolke? Ach so, ja, zu der Wolke müssen wir. Ja, schlau. Ich weiß. Was hat das hier eigentlich zu bedeuten? Schade, ich dachte, ich könnte das anzünden. Never mind. Oh shit. Wie steht's um euch, meine... Scheiße. Verdammt. Wie steht's um euch hier da hinten? Ich sollten eigentlich keine Gegner auf dem Weg lauern, behaupte ich mal. Aha. Da stellen sie es ab. Es wird teleportiert. Und es war einfach nur verdammtes Gold. Das bringt mich meinen Quest auch nicht mehr weiter. Finde mehr über die mysteriöse Frau heraus. Untersuche die Zerstörung von Schloss Rauschingen. Beschafft euch eine Maitresse für euren Turm. Okay. Das Gold hat uns, naja, nicht so viel weitergebracht. Schade eigentlich. Aber wir können jetzt bestimmt hier in der Stadt ein wenig, ja, rumfragen. Irgendwas mit einer mysteriösen Frau, ich erinnere mich nicht. Wer war denn die mysteriöse Frau? Verdammte Helden! Keinerlei Respekt für andere! Ich hole mein Nudelholz. Habt ihr gehört? Ich hole gleich die anderen Jungs. Vorsicht! Das ist das einzige Stück Land, das wir vor den Halblingen retten konnten. Aber bis zur Ernte dauert es noch Monate. Bis dahin sind wir verhungert. Da draußen sind immer noch Halbling-Patrouillen unterwegs. Sie scheinen etwas in der alten Werkstatt versteckt zu haben. Das scheint der Weg zu sein. Finde den ersten Schmelzofen. Das hier scheint der Weg zu sein, den ich in Anführungsstrichen gehen sollte. Die Feuertypen müssten eigentlich das Feuer ausmachen können. Achso, die randalieren hier gerade und... Warte mal, war da gerade ein Halbling? Ne, war es nicht, okay. Habt ihr hier schon alles abgegrast jetzt?
Na los, rein da. Ihr wollt nicht rein, okay. Dann, nein, nö, ist okay, dann nicht. Ich habe leider keinerlei Karte. Ich hätte super gerne eine Karte. Nein, nein, tu's nicht. Diese Wurzeln, sowas habe ich noch nie gesehen. Diese Elfen haben ihren Wald einfach nicht im Griff. Diese Wurzeln machen uns alles kaputt. Der Wald ist total verrückt. Das ist nicht normal, sage ich euch. Ich hab's mit Abschneiden und Anzünden versucht. Nichts hilft. Das ist Elfenmagie, diese seltsamen, spitzohrigen Wegelagerer. Such den Eingang in den Elfenwald. Okay, wir haben ja einiges zu tun. Und, anscheinend. Hallo, Schäfchen. Tschüss, Schäfchen. Ist das hier eine Abkürzung? Ist das hier eine Abkürzung? I have no idea. Das ist natürlich nice. Ich kann durch Brücken laufen. Nice. Über 7 Brücken musst du durchlaufen. Na, 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 na. Okay, wir können einfach durch Brücken durchlaufen. Sehr schön. Finde ich gut. Achso, ich wollte alle. Ja, hier einfach so ein paar Viecher zu töten, sollte nicht. Sollte uns alle nicht umbringen. Ah, okay. Ja, komm, mach die Schafe auch noch alle fertig. Wir haben zwar eigentlich genug Seelen. Ich nenne es gerade Seelen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie es wirklich heißt. Wir haben eigentlich genug Kugeln. Kugeln. Allerdings kann man, glaube ich, nie genug haben. Also von den normalen Kugeln haben wir genug. Von den Feuerkugeln haben wir tatsächlich relativ wenige. Aber von den normalen Kugeln haben wir genug. Kommt mal her. So, was ist das hier? Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Hä, wie ein Objekt? Da kann ich das Ding mitnehmen, oder was? Okay. I will take that with me. I guess. Okay. Wir nehmen das aber mal mit. Und jetzt? Muss ich das jetzt abstellen lassen? Ach so. Halblinge, schließt die Tore! Verdammte Feiglinge! Schnell, sucht einen anderen Weg. Dann überlegen wir uns, was wir mit diesen nutzlosen Gestalten tun. Alle! Drauf da! So, nehmt alles, was ihr kriegen könnt. Gibt nichts wieder her. Ich habe 5 Leute verloren. Wie kann das denn sein? Um Gottes Willen nochmal. Können da bitte so viele auf einmal sterben? Oh, und ich sehe schon das nächste Problem. Ich habe euch gesehen. Ja. Selbstschuld. Selbstschuld. Ich habe euch gesehen. Okay. Versuchen wir schnellstmöglich. Ich muss die Brücke nochmal runter machen. Das ist natürlich nice. Komm. Nehmt das Ding. Und rüber damit. Einer müsste eigentlich nichts zu tun haben. Warum habe ich nur 4 von 15? Warum können das 11 nehmen? Seit wann können das... Okay, es können 11 nehmen. Alles klar. Ich frag gar nicht erst.
Wow, shit, 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 shit. Wenn jetzt hier noch mehr Hobbits kommen. Kommen sie. Kommt her. Ausweichen und drauf da. Ausweichen, drauf da. Ausweichen, drauf da. Sehr schön. Okay. So weit, so gut. Okay, 11 können es auf jeden Fall bewegen. So, hier sind wir jetzt wieder. Ja, eigentlich sind wir jetzt fast da. Und eigentlich sollten hier auch keine Hobbits mehr sein, oder? Ich finde die Umgebung übrigens sieht echt nett aus. Also, das ist jetzt grafisch nicht das Schönste, was es gibt, aber es hat seinen eigenen Stil. Und in dem Stil, in dem es ist, ist es echt schön. Ich finde das, ich finde die Umgebung hier echt wunderschön. Also, es ist alles sehr stimmig. So, meine Süßen. Krieg das hin. Lass mich verarschen. Ich habe keinerlei Roten mehr. Ihr habt einen Schmelzofen erhalten. Weitere Schmiedeoptionen sind verfügbar. Ich nehme mal 3 Rote mit. Schmiedeoption. Okay. Schmiedeoption. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit Schmiedeoption anfangen will. Sollte ich mir das vielleicht angucken? Eventuell sollte ich mir das angucken. Ich gucke mir ganz kurz an, was mit Schmiedeoption gemeint ist. So. Was ist mit Schmiedeoptionen gemeint? Recherchen haben die Turmschmiede geöffnet. Der Schmelzofen wird dorthin gebracht. Besucht die Schmiede, dunkler Herr, und erzeugt Waffen und Rüstungen, die eines Overlords würdig sind. Jetzt ist die Frage, wo ist denn hier die... Nein, ich will nicht ins Verlies. Willkommen! Hä? Da? Ah, die Schmiede, Herr. Hier wurden Waffen geschaffen, die Trollkönige vernichten können. Und Rüstungen, die sogar den Atem eines Drachens abhalten. Ja. Gunther wurde zum Schmiedemeister befördert. Gunther. Er wird euch herumführen. Hallo, Gunther. Der Und? Ofen wird aufgeheizt, Herr. Folgt Gunther in die Schmiedekammer. Alles klar, Günther. Bibi Lakedona. Ja, hallo Göchen Güntherchen. Was kannst du mir sagen? Ah, und Objekte. Hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln. Ihr könnt 3 Arten von Objekten schmieden. Waffen, Helme und Rüstungen. Ich glaube mal, Rüstung und Helm ist wahrscheinlich das Wichtigste. Oder? Hier wählt ihr den Materialtyp aus, Herr. Er hängt von den Schmelzöfen ab, über die ihr in eurer Schmiede verfügt. Ihr könnt Objekte mit dem Leben eurer Schergen tränken. Je mehr ihr opfert, desto mächtiger wird das Objekt. Die Kosten und die maximale Anzahl an opferbaren Schergen werden durch das Objekt und das Material bestimmt. Aber übertreibt es nicht, Herr. Vergesst nicht, dass die Schergen eure tödlichste Waffe sind. Brecht also nie ohne sie auf. Okay. Euer Objekt kann jetzt geschmiedet werden, Herr. Ich probiere das einfach mal aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ja, genau, jetzt springen sie alle rein. Wie sieht's jetzt aus mit meinem Schmied? Was?
bin ich verwirrt. Hey. Habe ich das jetzt gemacht? Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. Der Schmelzofen muss angeheizt werden. Wow. Plus zwei. Wow. Das hat sich gelohnt. Okay. Ja. Ja. Das hat sich super gelohnt. Anführer der Feurigen! Ja. Hör auf mich zu nerven. Jetzt habe ich 30 von meinen kleinen Viechern geopfert, um eine Rüstung plus 2 zu bekommen. Ich behaupte, das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Aber gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Einer zu viel. Nee, eigentlich nicht. 1, 2. Okay, 3 rote sollten reichen. Ich muss mit den roten halt noch arg sparsam sein, aus dem einfachen Grund. Wie gesagt, ich habe nicht so viele Feuerseelen. Ich hätte eben noch ein bisschen was in der Feuerschmiede machen sollen. Also nein, in da, wo hier Willy Brandt war. Nein, wo der komische Fett, also der Koch war. Da gab es ja noch diese Fireflies. Ich nenne sie jetzt mal Fireflies. Da hätte ich vielleicht noch ein paar mehr Sachen einsammeln sollen. Das Schöne ist, wir können natürlich hier einfach Schafe killen. Und bekommen hier Seelen, so viel wir wollen. Die Schafe killen meine Leute. Sehe ich das gerade richtig? Ich habe nur noch... meine drei Feuer... Warum sind meine drei Feuertypen tot? Was ist denn hier euer scheiß Ernst? Wie habe ich das denn jetzt schon wieder hinbekommen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt schon wieder hinbekommen habe. Ich muss uns erzählen, ich komme da nicht durch. Natürlich komme ich da nicht durch. Wäre ja auch zu einfach. Aber hier komme ich durch. Diese Wurzeln! Hohoho. Sowas habe ich noch nie gesehen! Okay, super viele von meinen Leuten haben einfach mal absolut keinerlei Waffen oder Rüstung. Willst du mir erzählen, die 30, die ich eben geopfert habe, waren ein Großteil von den Leuten, die ich sonst immer dabei... Fuck it! Ja. Fuck it. Diese Elfen haben ihren Wald einfach nicht im Griff! Bla bla bla. Ja, ich benötige... Feuer. Das ist jetzt suboptimal. Jetzt laufe ich auch noch komplett außenrum. Ich bin gerade echt ein Genie. Ich verlaufe mich gerade in diesem kleinen... Naja, kleinem Gebiet ist auch falsch. Das hätte ich aber jetzt auch schneller haben können. Aber egal, jetzt können wir noch ein paar Schafe schlachten. Und alle Kugeln an mich nehmen. Jetzt schon wieder bei 130. Oh. Wieso kommt so selten Musik? Das würde ich gerne erklärt bekommen. Weil die Musik ist eigentlich echt, abgesehen davon, dass ich der Overlord bin, das Böse in Person, und da eine Musik von Rotkäppchen kommt oder sowas. Aber mich wundert es halt, dass so selten Musik da ist. Und ich sehe auch gerade keinen Anlass, warum sie gerade jetzt kommt.
Aber ich finde es sehr positiv. Find's gut. Wir wollten in den Wald. Din, 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 din. Ist mal eine nette Abwechslung, auch Musik zu hören. Diese Wurzeln machen uns alles kaputt! Ich hab's langsam verstanden mit euren Wurzeln. Wo habe ich meine... Kommt her. Ich habe ja nur zwei. Moment, habe ich nur zwei genommen? Oder habe ich drei genommen? Ich würde gerne noch mehr von diesen Feuerkreaturen nehmen. Okay, ich kann hier das Gebiet wechseln. Okay, wechseln wir das Gebiet. In den Elfenwald. Ihr weht alle! Der Dunkelwald steckte einst voller Elfenmagie. Kreaturen und Pflanzen existierten in Harmonie unter einem grünen Blätterdach. Jetzt ist alles dunkel und verdorben. Okay. Oh, es gefällt mir so, wie es jetzt ist. Okay, wir haben hier wieder ein Achso. Moment, willst du mir jetzt erzählen, das ist ein komplett neues Gebiet quasi? Willkommen! Ich bring den irgendwann noch um, ne? Tatsächlich, es ist ein komplett neues Gebiet. Ja, dann möchte ich eigentlich... Wilfrieds Küche. Ja, sorry. Wir müssen mal eben in Wilfrieds Küche. Alle... ja, das ist jetzt nicht so fair. Das ist nicht so fair. Das ist nicht so fair. Das ist gerade überhaupt nicht fair. Hallo? Wieso soll ich denn... Hallo? Ich habe ja nicht mal Schergen. Das ist... Was zum... Nett, dass ich ohne Schergen hier, ja... Oh, fuck. So, da habe ich drei Seelen, glaube ich, gerade bekommen. Noch eine. Noch eine. Ja, hier bekomme ich nämlich ganz viele von diesen... roten Seelen. Deswegen bin ich ja eigentlich auch hier. Das ist rote Lebenskraft, Herr. Damit könnt ihr weitere Rote um euch scharen. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Dankeschön. Nein, ich brauche euch. Nein, ich brauche euch. Auf geht's, Jungs. Zehn Leute, die versuchen ein... Oh Gott. Ich bin jetzt schon vollkommen glücklich, euch dabei zu haben. Und da sind schon die ersten, ist schon der erste tot. Okay, das ist echt scheiße. Die sind teilweise einfach zu dumm. Sie sind absolut zu dumm. Nimm mal bitte die Dinger mit. Dankeschön. So, jetzt können wir nämlich bitte alle diese Dinger einsammeln hier. Da ist noch eine rote Kugel, da ist noch eine rote Kugel. Wir haben nur noch sechs Schergen, ey. Das ist das bitter. Ich habe keinen Mana mehr, geil. Ja, doch, 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 drauf da, drauf da. Drauf. Tötet sie.
Aha, perfekt. Schaut doch mal, es geht doch. So, da sind wir bei 20. Puh, wir haben jetzt gerade nur 6, um uns in dem Sinne quasi zu verteidigen. Ja, macht mal die kaputt hier. Dankeschön. Also, die Roten sind einfach nur super, super schwach. Ich hätte gern Mana, aber ich glaube, damit wollen sie mir... Ach, die greifen automatisch schon an. Also, wenn irgendwas in der Range sich befindet, scheinen die das automatisch anzugreifen. Das ist natürlich jetzt gerade tatsächlich praktisch. Ja, das ist praktisch. Jetzt könnte man schön dahin laufen und mir all diese schönen, wunderbaren roten Kügelchen sammeln. Okay. Ich ziehe dem halt überhaupt keinen Schaden. Super. Kann man dem nur von hinten wehtun oder wie sieht das hier aus? Dankeschön. Also ist jetzt gerade quasi wirklich nur zum Farmen. So, 5 Leute, die versuchen ihn zu töten. Dankeschön. Auch das haben sie geschafft. Ich bin ja echt komplett begeistert hier. 28. Immerhin. Gut, zurück zum Turm. Danke dafür. Wunderbar. Willkommen! Willkommen, willkommen. Wir machen noch eine Gatte. Anführer der Feurigen.